Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freistadt TV. Hallo Moni. Servus Daniel. Ihr seht's, hier steht brutal viel. Und genauso geht's unseren Kunden, wenn sie zu uns in den Laden kommen und bei uns in dem Regal stehen, Toilettenchemie. Genau. Und dann stehen die alle ratlos da und sagen, oh mein Gott, da gibt's so viel, was ist jetzt hier eigentlich für was? Und darum haben wir zwei uns heute gedacht, wir erklären euch mal einfach ein bisschen die Unterschiede, wie es entsorgt werden soll, wie eine Kassette gepflegt werden soll und nur was so als Zubehör gibt und Tipps. Und dann würde ich sagen, starten wir zwei einfach mal. Fangen wir an. Jetzt fangen wir mal an mit den chemischen Fäkalientankmittel. Da haben wir was von Dometic, wir haben von Tedford was da. Ganz wichtig ist bei diesen Mitteln, die müssen über eine Entsorgungsstation entsorgt werden. Die dürft ihr nicht ins Klo zu Hause reinkippen. Das macht die Kläranlagen kaputt. Beim Aquachem Blue, das ist das, was man eigentlich am längsten schon kennt, das sind diese Flaschen hier. Das ist jetzt noch die große Flasche mit 2 Liter. Die werden peu à peu ersetzt durch diese Konzentrate. Da gibt es jetzt auch verschiedene Geschmacksrichtungen oder Geruchsrichtungen, neu Eukalyptus und Lavendel, wenn man diesen mobilen Toilettengeruch irgendwann satt hat, wechselt man einfach mal den Geruch. Reicht für 13 Dosierungen, genauso wie die 2-Liter Flasche, ist halt praktisch bei den kleinen Konzentraten, ich brauche weniger Platz dafür. Aber was ich eigentlich dazu erwähnen wollte, bitte diese Produkte nie im Fahrzeug oben über die Toilette einfüllen, da macht es eure Toilette kaputt und auch die Dichtung. Und zwar, wir haben für euch hier mal so eine Kassette. Und zwar am Entleerungsstutzen ist der Deckel und das ist auch gleichzeitig ein Messbecher. Also hier die Produkte reintun, hier einfüllen, das Wasser dazugeben, dann ist es fertig. Aber es gibt aber noch was Einfaches, Daniel, gell, wo ich nämlich nicht umfüllen muss. Genau, das sind diese Aquachem Satchets einmal von Tedford. Das sind so Beutelchen. Die schmeißt ihr einfach in den Fäkalientank rein und dann mit 2 Liter Wasser ungefähr auffüllen. Und dann habt ihr das gleiche Ergebnis wie bei den Konzentraten. Oder von Dometic gibt es die Tabs, die werden auch mit der Folie in den Fäkalientank reingelegt und dann einfach 2 Liter Wasser dazu. Und da habt ihr das gleiche Ergebnis. Einfach, die Gerüche sind anders, da muss man einfach mal die Nase reinhängen in die Dosen und schauen, was riecht für mich am angenehmsten. Da wollte ich jetzt noch einen kleinen Tipp geben. Ich habe die früher ja auch immer benutzt. Wenn euer Fahrzeug feststeht, eben wie am Campingplatz. Und normalerweise, wenn wir mit dem Reisemobil unterwegs waren, auf verschiedene Stellplätze, hast du deine Toilette entleert, schmeißt deinen Tab rein, rein die Kassette und bist weitergefahren, dann bewegt sich das. Ja, wenn du aber auf dem Campingplatz stehst, dann steht euer Fahrzeug fest. Am Anfang habe ich es immer so gemacht, mein Mann hat die Toilette entleert. Wir haben das gut aufteilt. Der ist zurückgekommen, das Wasser war drin, Kassette reingeschoben. Den könnt ihr natürlich auch gern oben, weil er verpackt ist, von oben kurz reinschmeißen. Aber dann liegt der ziemlich lang auf einem Platz, weil das Fahrzeug nicht bewegt wird. Und irgendwann bin ich draufgekommen, ich glaube, ich gebe dem meinem Mann mit. Und das haben wir dann auch immer so gemacht, wenn der entleeren gegangen ist, das Wasser reingefüllt hat. Dann hat er den gleich reingeschmissen, weil durch die Bewegung von der Entsorgungsstation zurück auf unserem Platz, dann hat sich der ziemlich schnell verteilt. Also so als kleiner Tipp bei den Tabs. Von Dometic haben wir hier jetzt noch Tabs, die sind ein wenig umweltschonender, müssen aber trotzdem in der Entsorgungsstation entsorgt werden. Die sehen dann so aus, das sind so kleine Kügelchen in der Folie drin. Fällt sich genauso, wie Moni gerade erklärt hat, mit den blauen in den Tank rein. Wasser dazu oder wenn man auf einem festen Stellplatz steht, einfach gleich nach dem Entleeren reintun, Wasser dazu, dass sich's verteilt. Aber auch ganz wichtig bei diesen hier, Entsorgungsstationen. Jetzt haben wir für euch mal was rein wirklich biologisch Abbaubares ist. Was bei allen Produkten wirklich so ist, die dürfen in normale Haushaltstoiletten entsorgt werden. Ich bin jetzt hier schon mal bei meinem Solbio, mich hat es einfach persönlich überzeugt, Solbio. Also ich habe es jetzt schon in meinen Urlauben immer verwendet. Und bei Solbio ist es so, es hat halt einen angenehmen Geruch. Also ich persönlich finde, dass es einen angenehmen Geruch hat. Das riecht nach Eukalyptus und Minze. Das sind auch die Hauptbestandteile hier. Es reicht für 40 Anwendungen. Ihr seht,
wenn man diese weinrote Kappe runter macht, die Dosierung, das ist ja wie mit den Apfelmost oder, genau. Ja, oder Weinbottel, die haben das gut, auch so. Glas drunter. Richtig, genau. Solbier ist ja so, Solbier könnt ihr für euren Fäkalientank hernehmen, also zum Zersetzen der Fäkalien. Dann könnt ihr es auch hernehmen als zusätzlichen Zusatz für euren Grauwassertank, weil oft ist so im Sommer, wenn es sehr warm ist, dann riecht es auf den gerne mal raus. Habe ich selber auch schon ausprobiert eben. Und ihr könnt eure Toilettenkassette damit mal reinigen. Das heißt, ihr tut einen guten Schuss Solbio rein, ein heißes Wasser, schüttelt es den schön durch, lasst es einfach mal einen Tag stehen. Dann könnt ihr eben eure Toilettenkassette damit reinigen. Und wenn ihr einen Wohnwagen habt und einen separaten Spülwassertank, dann könnt ihr das ja auch als Spülwasserzusatz nehmen. Jetzt muss ich kurz verschwinden. Moment. Weil normalerweise gibt es ja noch das Aquarinse, das kennen die meisten von euch als Spülwasserzusatz, das wo halt eben der Algenbildung entgegenwirkt. Genau. Und er hat einen Lavendelduft. Aber wie gesagt, beim Solbio habt ihr mehrere Möglichkeiten zum Anwenden. Ist auch immer hinten gut erklärt. Was jetzt auch, ich mache es eigentlich so, dosieren ist wieder am Entleerungsstutzen natürlich unser Deckel, 40 Milliliter. Ich persönlich habe im Sommer zum Beispiel, wo es sehr, sehr warm war in Italien, einfach 60 Milliliter genommen. Und ihr könnt aber einfach auch hier den Schieber öffnen. So. Und ihr könnt einfach mit dem hier so drüber gehen und im Kopf einfach 21, 22 zählen. Das sind ca. 40 Milliliter Wasser hinterher, dann habt ihr es eigentlich auch schon fertig dosiert. Was muss ich denn jetzt eigentlich machen, wenn ich jetzt vorher Chemie hatte? Und ich lasse mich von dir überzeugen, ich gehe jetzt auf biologisch über. Kann ich das einfach in den Fäkalientank reinschütten? Nein, das ist ganz wichtig, weil das Chemische legt sich in der Kassette innen drin ab. Da solltet ihr immer eine Grundreinigung machen von eurer Toilettenkassette. Das heißt so, als wenn man sie mal zwischenreinigen möchte, also einen guten Schuss Solbio rein, ein heißes Wasser, schön durchschütteln, dass sich die Belege runtergehen, weil nur dann kann Solbio wirken, weil es einfach ein Naturprodukt ist. Ja, und wenn das Chemische drin ist, dann wirkt es jetzt nicht gleich so. Aber das ist das Einzigste, was man machen muss. Prima. Du hast auch noch was Schönes. Ja, also ich habe jetzt von Dr. Keddo das Bixan, Teusan und die Quanten. Das ist auch alles 100% biologisch. Beim Teusan ist es auch so, ihr könnt es verwenden für einen Fäkalientank, für einen Grauwassertank und für einen Spülwassertank. Mhm. Geht genauso wie beim Solbio. Bisschen anderer Geruch, aber an sich, genauso wie es Moni beim Solbio erklärt hat, funktioniert es beim Teusan. Beim Bixan habe ich jetzt zum Beispiel keine Flüssigkeit, sondern ich habe diese Kristalle. Die kommen einfach in, das sieht man hier jetzt ganz gut, die kann ich auch wieder für einen Fäkalientank verwenden, für einen Abwassertank und für einen Spülwassertank. Die müssen sich halt auflösen. Es läuft mir halt nicht aus, wenn ich das mal umschmeiße und ich habe es nicht richtig zu. Das ist halt der Vorteil davon. Und die riechen nach nichts? Die riechen nach nichts. Dass sie was nach was riechen, ist Zitronenduft mit dabei. Ich finde es ganz angenehm, diesen Geruch. Ihr könnt da ein bisschen mehr oder weniger reintun, wie ihr es wollt. Dann riecht es halt nicht mehr so aus der Toilette raus. Zum Dosieren habt ihr einen Messbecher dabei und das Silikagel, das ist dafür da, dass es da drin einfach nicht so feucht ist, dass das Pulver oder die Kristalle kristallin bleiben. Und dann haben wir noch die Sanitärquanten. Das sind diese Beutelchen, die sind vordosiert, schmeißt du in den Fäkalientank rein, oder nee, bei dem musst du es sogar aufmachen, reinschütten und dann mit Wasser aufgießen. Ja. Auch 2 Liter, 2,5 Liter Wasser dazu und dann hast du auch deine Fäkalienflüssigkeit. Also das sind jetzt alles 4 Produkte, wo du nicht an einer Entsorgungsstation am Campingplatz wegschütten musst, sondern du könntest es rein theoretisch zu Hause auch erst ins Klo kippen, wenn du unterwegs auch nochmal die Toilette benutzen willst oder eine Riesenschlange an der Entsorgungsstation am Campingplatz war. Ja, oft finde ich das eigentlich auch, also zum einen das Wichtigste, man tut der Umwelt was Gutes. Das ist auch mal ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Was auch als praktisch natürlich ist, wenn man mal nur einen Wochenendtrip macht und der viel auch mal im Freien steht, ja, und die kommt dann heim, dann kann ich es daheim entsorgen, weil wenn ich so muss ich auf meinem Weg wieder irgendwo Entsorgungsstationen suchen. Ja. Aber ich finde toll, dass da mittlerweile auch in dem Bereich einfach auch für die Toilettenentsorgung oder Zersetzung der Fäkalien einfach was Gutes gibt. Genau, und es funktioniert halt einwandfrei. Also früher am Anfang, wo die rauskamen, da hieß es ja immer,
ob das so richtig zersetzt, ob das wirkt, aber... Ja, wie gesagt, man muss auch einfach testen, was einem am besten liegt. Ja. Ja, also ich habe viele Kunden, die sagen, nein, die Tabs, die sind super, die sind fertig dezimiert. Geht ja schnell. Genau. Aber wie gesagt, einfach auch mal vielleicht dann, wenn man ein Produkt aus ist, mal was Neues probieren, finde ich. Man wird immer schlauer durch das auch. Und, ich war am Anfang auch skeptisch, aber ich habe mich dann auch überzeugen lassen, dass es funktioniert. Also, und allein schon dieser Geruch ist deutlich angenehmer für mich von Solbio. Wie dieser Mobiltoilettengeruch. Den mag ich überhaupt nicht. Ja, dann schauen wir mal weiter, was wir noch genau haben. Zu dir, zu uns, alle kommen auch viele Kunden und sagen immer, Mai, wenn wir unterwegs sind, da riecht es immer so aus dem Siphon raus, ob jetzt in der Küche oder in der Dusche, da gibt es natürlich auch eine Lösung. Und zwar, früher war das ja so eine türkise Flasche. Genau. Tedford hat das jetzt auch in so ein Konzentrat umgesetzt, das heißt Greywater Fresh. Das heißt, es ist ein Zusatz, den ihr über den Siphon in den Grauwassertank reingibt, dass nicht so übliche Gerüche entstehen. Genauso, wie ich vorhin schon erklärt habe, könnt ihr das Solbio natürlich hernehmen. Einfach über den Siphon gehen, wieder im Kopf 21, 22 Wasser hinterher. Dann könnt ihr das auch mit reinlassen. Und dann gibt es natürlich auch Reiniger, weil man will ja alles einmal zwischendrin mal reinigen. Die Kassetten von Urinstein, genau, und Verkrustungen. Da haben wir ja auch noch was, Daniel. Weil das war jetzt ja rein gegen den Geruch und dass sich die Belege nicht so anhaften am Tank. Dafür ist das hier. Genauso Solbio. Wobei Solbio ist auch so, damit könnt ihr auch reinigen und nicht nur den Geruch unterdrücken, sage ich mal. Zum Reinigen selber haben wir dann diesen Duo-Tank Cleaner. Der geht jetzt für einen Fäkalientank zum Reinigen und für einen Grauwassertank zum Reinigen. Könnt ist ihr für beides verwenden. Jetzt, das ist neu gekommen und ersetzt auch mehr oder weniger diesen Kassettentank Cleaner von den Fäkalientanks. Das heißt, ihr habt nicht mehr verschiedene Mittel, die ihr verwenden müsst. Ihr könnt eine Flasche mitnehmen und damit beides reinigen. Und wie Moni gesagt hat, es geht da um die Verkrustungen, Kalkablagerungen, dass sich das alles sauber löst. Einfach mit warmem Wasser, 30 Liter ungefähr mit rein, an warmem Wasser ordentlich schütteln, dass das Ganze schäumt und dann über Nacht mal einwirken lassen. In der Früh auskippen und dann wieder leer durchspülen, sauber durchspülen. Ich glaube, in Düsseldorf vor 2 Jahren? Zwei Jahre, ja. Das letzte Mal Düsseldorf war ganz interessant vom Stand von Solbio. Mhm. Die hatten eine 6 Jahre alte Toilettenkassette, den haben sie in der Mitte durchgeschnitten. Die hat echt heavy ausgeschaut innen drin. Und eine Seite haben sie mit Solbio eingelegt und die andere haben sie so gelassen, wie sie halt vorher war. Aber die war echt super sauber wieder. Also hättest du auch nicht gelangt, oder? Ja. Aber ja. Reinigt man und pflegt man immer ein bisschen seine Kassette, bleibt die eigentlich lang und gut erhalten. Wenn ihr irgendwann mal sagt, oder weil ihr gerade ein gebrauchtes Fahrzeug kauft und sagt, na, also die Kassette jetzt vom Vorgänger muss ich jetzt nicht unbedingt haben, gibt es natürlich auch was. Und zwar gibt es diese Toiletten-Fresh-Ups-Sets, heißen die. Und zwar, ihr müsst eigentlich nur bei eurer alten Kassette schauen. Es gibt ja verschiedene Modelle. Hier unten ist immer so ein Typenschild, ja. Da kann jetzt wie hier dann eben C234 stehen, dann gibt es die C200, C220, C250, 60. Man sieht es hier auf die Bilder natürlich auch. Und je dem, was ihr habt, gibt es bei uns eine neue Toilettenkassette plus neuen Toilettendeckel. Genau. Das kann man dann damit eben ersetzen. Hier ist wirklich gut bei Tedford, dass die das so sauber abgebildet haben, weil jedes Klo hat eine eigenfarbige Markierung, also hier ist es orange bei der C250, C260, C200 ist gelb, C220 ist blau. Ihr könnt sie fast nicht vertauschen, die Toiletten. Also die machen es euch sehr einfach von der Bebilderung schon, dass ihr den richtigen Ersatztank bekommt. Was aber auch noch natürlich wichtig ist, Pflege-Toilettenkassette ist, sage ich auch immer bei der Erstausstattung, wenn wir bei Toilettenchemie sind, ist diese Dichtung. Und zwar, die sollte man immer pflegen. Es gibt dieses Silikonspray. Einfach immer, wenn ihr vorhabt zum Fahren, dass die immer geschmeidig bleibt, weil durch diese mechanische Bewegung, ja, oder durch den Urin, wenn man sie nicht pflegt, kann sie eben porös und undicht werden, ja. Weil diese Toilettendichtung, die dichtet eure Toilette mit der Kassette, also das Toilette oben mit der Kassette unten ab. Und falls sie aber doch mal kaputt ist, gibt es natürlich Ersatz bei uns.
Ja, ihr kommt einfach zu uns und dann kriegt ihr die richtige Toilettendichtung von uns. Aber wie gesagt, wenn man die eigentlich gut pflegt. Dann hält die sehr lange. Und das Spray, finde ich, kann man auch gut für die Dichtungen. Fenster, Türen. Genau, jetzt geht es nur die Reinigung, weil wir haben ja im Fahrzeug oder im Bad eigentlich alles aus Kunststoff. Ja? Und ganz wichtig, keine scharfen Putzmittel hernehmen, weil das greift die Kunststoffoberfläche an, dann vergilbt das Ganze und wird matt und das ist eigentlich schade. Also ich sage immer, entweder was Mildes nehmen, Spüli. Ja, es gibt bestimmt also manche Reinigungsprodukte auch im normalen Handel, wo ganz mild sind. Aber natürlich haben wir auch einen Kunststoffreiniger. Also das heißt, da kann man Toilette, Waschbecken, Dusche, alles was im Bad aus Kunststoff ist, damit reinigen. Und dann bleibt es auch natürlich schön und lang erhalten, so wie es genau von Anfang an war. Oder für die Kloschüssel gegen Urinstein haben wir den Toilet Bowl Cleaner, also Toilettenschüsselreiniger. Der löst euch dann auch Urinstein wieder von der Kloschüssel ab, ohne das Kunststoff zu beschädigen. Ja, und zum Reinigen haben wir auch was, gell? Genau, ein paar Klobürsten haben wir zur Auswahl. Spielzeug, sag ich mal. Ja, solange mich damit nicht kämpfst. Also hier haben wir so eine kleine von Fiamma, die ist ja flach vom Aufbau. Das sind so Gumminoppen, die da vorne dran sind zum Reinigen. Kann man dann mit dem Klettband hinten an der Wand festmachen. Die ist schön leicht. Oder so diese Mini-Toilettenbürste, die kann ich mit Schrauben befestigen. Genauso diese hier. Wobei ich das ist am besten. Lala. Lala. Wie kommt man auf den Namen? Vielleicht hat einer vor am Klo. Lala, lala, lala. Achso, Mensch. Oder der Fridolin. Ja, echt lustig. Wobei ich bin ein Freund von Klobürsten, die man richtig sauber zumachen kann. Weil die ist jetzt offen. Ich sag mal, die Poppy. So cool, ey. Oder die. Jetzt haben wir es nicht zusammengebaut, gell? Oh. Hier habe ich halt eine mit Metall. Metall-Edelstahlbehälter, wo ich sauber verschließen kann. Die ist eben dicht. Und mein Favorit, das ist aber jetzt meine persönliche Meinung, ist die Dometic-Klobürste. Die kann ich euch gleich mal zeigen. Meine auch übrigens. Weil sie sieht einmal noch sehr schön aus. Das ist das eine, wenn die Klobürste schön ausschauen kann. Und zwar, ihr habt hier den Behälter, den mache ich zwar auch einmal mit Schrauben fest, aber ich kann es eigentlich immer wieder verwenden. Ich habe hier eine Klobürste, die ist austauschbar. Das heißt, wenn die mal wirklich hinüber ist, dann kauft ihr euch einfach einen Ersatzsatz an Bürsten und könnt die immer wieder aufbereiten. Und hier ist es jetzt so, jetzt machen wir das da rein. So, jetzt ist die zusammengebaut. Und hier ist eine Gummilippe oben dran. Die ist richtig dicht. Die hebt auch. Das heißt, das finde ich am hygienischsten, wenn das sauber verräumt ist im Klo. Ich denke, ich habe es jetzt zusammengebaut. Das ging aber schnell. Euer Klo, das blitzt und glänzt danach. Genau. Aber wir haben ja nur ein bisschen was, gell, Daniel? Genau, Klopapier haben wir noch von Tedford oder hier das Bambex Klopapier. Das Bambex ist jetzt holzfrei, biologisch abbaubar. Und das Aquasoft, das ist eben auch ein schnell auflösendes Klopapier. Die lösen sich halt sehr schnell auf. Das Klopapier, was ihr zu Hause verwendet, ist mehr auf Reißfestigkeit aufgebaut. Die sind mehr auf Löslichkeit aufgebaut. Das ist eigentlich der Hauptunterschied zwischen den verschiedenen Klopapieren. Oder was es auch noch gibt, wenn man jetzt sagt, ich will keine Klobürste, wie wir es gerade gezeigt haben, verwenden, gibt es diese Einlagen. Die lege ich mir ins Klo rein, da landet das Geschäft drin und wird runtergespült. Genauso auch bei diesen beiden. Das sind so trichterförmige Papierhüllen. Die werden einfach mit runtergespült und lösen sich dann ganz schnell auf. Jetzt muss ich dir aber noch was fragen, weil das ist eigentlich die meistgestellte Frage, muss ich das Klopapier nehmen? Also meine Antwort ist immer, das löst sich auf. Ein normales Toilettenpapier ist sehr saugstark, gerade die 3- und 4-lagigen. Und wenn wir jetzt den Durchmesser von unserem Entleerungsstutzen anschauen, ja, kann, es muss nicht, aber es kann halt hängen bleiben. Das ist halt für den, der wo entleeren muss, wir sehr unangenehm. Wir empfehlen es halt, weil es sich besser auflöst. Ja. Wenn jetzt jemand meint, er muss ein normales Klopapier von zu Hause nehmen,
Natürlich. Wir garantieren für nichts. Wir garantieren aber für nichts, genau. Was aber auch gibt, feuchtes Toilettenpapier, genau. Was sie zersetzt. Wollen ja sehr viele, ja. Die normalen zersetzen sie ja nicht. Aber wir haben natürlich auch eins, feuchtes Toilettenpapier, was sie danach zersetzt. Liebe Freistadt-TV-Freunde, ich hoffe, wir beide konnten euch so einen kleinen Einblick geben in diesem Ganzen, was eigentlich gibt, wie was entsorgt werden muss, wie was für was ist. Und man sieht ja, man kann auch manche Produkte für mehrere Sachen verwenden. Also ihr braucht dann nicht 5 verschiedene Sachen. Ja, und einfach so ein paar Tipps noch. Also mir hat es wieder richtig Spaß gemacht. Ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns beide bitte ein Like. Sagt es gern weiter. Gerade die, wo vielleicht neu anfangen, ist das ganz informativ für was ist in der Toilette. Weil brauchen tut es eigentlich ja jeder. Abonniert uns und dann freue ich mich schon wieder, wenn wir im Jahr wieder ein Video machen. Gell? Bis zum nächsten Mal. Servus. Also, servus, pfiat euch. Extra.